Und weiter geht es hier mit Civilization 6 und mit Lord Dracobull. Mit WB, das bin ich, Graf Dracobull. Ja, der alte Blutsaufer. Einmal weitermachen. Achso, wir hatten darüber nachgedacht, sollen wir ihm versprechen, woanders zu siedeln. Wir gehen auf Nummer sicher, provozieren ihn mal nicht und sagen hier, unser Volk lässt sich nieder, wo wir wollen. Mag er nicht, kann riskant werden, aber besser die ehrliche Tour. Willkommen beim Weltkongress. Worum geht es? Ja, ich will unbedingt Kulturschock haben. Ich hau alle meine 4 Gunstpunkte dafür raus, dass unsere Bezirke einen Kulturschock bekommen. 2. Klasse Grundschule, habe ich mal erzählt? 2. Klasse Grundschule. Das gesamte Schuljahr über, nicht nur in meiner Klasse, in der ganzen Schule, hatte ich den Spitznamen Kulturschock. Ja? Ich weiß auch nicht warum. Also ich glaube, vielleicht deshalb, weil immer, wenn die Lehrer mich gesehen haben, sie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Eltern ableichten, Kinder weichten davon. Ich hatte damals ein kleines Aggressionsproblem. Deshalb nannte man mich den Kulturschock. Ich weiß auch nicht warum. Ich war schlecht gelaunt, ich war oft unterzuckert. Ich bin früh in den Stimmbruch gekommen, 2. Klasse Grundschule. Ich hatte einen Ruf, der zweifelhaft war. Man nannte mich damit damals Kulturschock. So wurde ich damals gerufen. Wahre Geschichte. Ja. Also unsere Bezirke sollen bitte einen Kulturschock auslösen. Matthias Corvinus. Ja, danke, dass ihr diese netten Emotes im Chat gepostet habt. Und dann noch Einheiten. Wir können leider keine Gunst für mehr einsetzen. Wir haben nur 4. Das hier... Sagt mal, ist unser Lord Dracobull ein Nahkämpfer? Ich denke ja, ne? Ich denke ja. Ich denke, Lord Dracobull ist ein Nahkämpfer. Graf Dracobull und sein Vampirskollege. Was meint ihr? Spezialkampfeinheit. Beförderungsklasse Vampir. Mit anderen Worten... Er ist kein Nahkämpfer, er ist kein Fernkämpfer, kein Belagerungseinheit und auch kein Schiff. Er ist ein Vampir. Das heißt, das ist eigentlich vollkommen egal. Dann würde ich eher klicken auf, dass man was verliert, als gewinnt. Wir haben keine Punkte, irgendwas zu machen, es ist völlig egal. Wir sagen mal, alle, die gegen uns kämpfen, Fernkampf. Fernkampf minus 5, weil die Perser mögen uns nicht, die sind um die Ecke und die haben coolen Fernkampf. Perser sollen weniger Fernkampfpower haben. Wir werden es eh nicht durchsetzen, ja. Ja? Nahkampf plus 5. Kulturschock Matthias Corvinus. Ich? Huch, wie schön. Unsere Bezirke lösen einen Kulturschock aus. Das heißt, alle Gelände, die bekommen ein Feld drumherum, geklaut in die eigenen Grenzen rein. Super. Otso, verdanke ich dir das? Vielen Dank, 19. Abo. Danke an Ozo. Grüße an Ozo. Warum denn? Hat hier, wir haben für uns gestimmt und sonst keiner. Das heißt, das Los. Wir hatten Losglück einfach. Wir hatten Losglück. Jeder hat für sich gestimmt und wir hatten Losglück. Sehr schön. So muss es sein. Wir haben immer noch die 35. Wir sind wirklich keine Nahkampfeinheit. Jetzt wollten wir die Vampirschlösser bauen. Wir hatten gesagt, wir wollten ein Vampirschloss bauen dort. Und eines wollten wir bauen da hinten. Aber erst dann, wenn wir die nächste Stadt... Ja, wir können die Gelände... Wir können auch wieder abreißen, nachher neu bauen. Ich würde die sofort bauen. Mit dem Siedler geht es hier oben hin. Mit dem... Nachher müssen wir die Barbaren müssen wir auch noch beseitigen. Aber ich will vorher die Stadt gründen. Das heißt, mit dem ziehen wir einmal hier vorne hin. Ja, wir jagen Barbaren und holen uns einen Handwerker. Ja, mit anderen Worten, unser Vampir befreit den Handwerker. Wenn ihr als Handwerker unterwegs wärt in der großen, weiten Welt und ihr werdet bei einem Spaziergang, einem Wochenendspaziergang oder einem Ausflug von Barbaren gekidnappt worden, dann käme ein Vampirfürst vorbei. Blutsabbernd mit riesigen Fangzähnen und einem leicht furchteinflößenden Äußeren, würde sich vorstellen als, hi, mein Name ist Writing Bull, pardon, Graf Dracobull, ich befreie euch mal. Würdet ihr euch darauf freuen, von Graf Dracobull befreit zu werden? Kurze Frage in Twitch-Chat. Klingt saugeil, meinte Gandhi Sohn.
Ja, echt? Ihr würdet gerne von Lord Dracobull befreit werden. Vom Menschsein. Na gut, sehr gerne. Soll ich den Lord Dracobull auch mal kurz in den Chat checken? Aber immer, sehr schön. Passiert mir einmal im Monat, meint Pakunia. Und hier ziehen wir immer rauf und mit ihm geht. Ja, einmal hier oben hin. Wir wollen eigentlich die Geländefelder hier verbessern, damit die das Schloss hier boosten. Wir warten mal ein bisschen ab. Den können wir hier nicht hinschicken, den können wir auch schon mal hier hinschicken. Blutspende. Wunderbar, die ersten Blutspenden kommen rein. Zauberhaft, danke euch. Die eine ist geheilt, die kann oben auch mitkämpfen. Dann mit dem Kollegen wollten wir, glaube ich, hier unten das verbessern. Erster, zweiter, dritter Ring, da kaufen wir, sammeln sehr viel Geld. Fälle kriegen wir nicht gekauft nachher. Zum Modernisieren können wir nur, was innerhalb der eigenen Kulturgrenzen liegt. Das heißt, die Sachen können wir im Moment noch nicht modernisieren, wenn es das Geld fehlt, diese Geländefelder zu kaufen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Deshalb können wir das im Augenblick nicht kaufen beim Vampirschlossbau hier. Da wird das Geld so schnell auch nicht reinkommen. Das ist viel zu teuer. Ich weiß nicht. So, die letzte Aktion verplempern, indem wir hier die Gewürze bauen. Ja, machen wir. Fühle ich mich wohl damit. Hier geht es auch nur um 2 Gold, mehr oder weniger. Einmal Gewürze, Plantage. Hier weiter gucken. Ich hatte mich schon. Ich falle immer wieder darauf rein, dass sie eine fehlerhafte Anzeige haben. Oh, den können wir auch umbringen, ne? Habe ich gerade ganz übersehen. Geht auch nicht. Ach, weil der auf einem Hügel steht. 3 Wald plus Hügel, 3 Bewegungspunkte, die waren nicht mehr da. Moment, der Kollege zieht hier hinten lang und eine Runde weiter. Dann haben wir einen Handwerker gleich, 5 Bürger. Hier entsteht ein Bogenschütze, hier ein Campus. Da hinten das Aquädukt und hier vorne noch ein Campus. Alles klar. Eine Runde weiter. Gleich kommt nochmal Zeitalterwechsel rein. Pardon, Kulturforschungwechsel rein. Anne-Sisi-Schwester wieder da. Hallo Doc Franzi. Freut mich sehr. Viele Chatmods heute anwesend. Bitte alle Chef, alle Chatmods mal durchzählen. Wie viele seid ihr heute Abend? In meinem Eindruck um die 5. Ein Zeitalterpunkt kommt oben drauf. Zu Friedenszeiten wird man vom Söldnern ausgeraubt. Zu Kriegszeiten von seinen Feinden. Einheiten billiger verbessern, das könnten wir gleich nutzen, wenn wir das Geld hätten. Wir gucken erstmal, was die nächste Forschung ist. Richtung Monarchie. Welche Regierungsform? Ja, das wäre die erste coole Regierungsform aus der nächsten Stufe mit mehr Karten. Da will ich eigentlich gerne hin. Das heißt, ich würde sehr gerne von den Söldnern zur Monarchie hin. Die beiden Tempel werden wir eh nie bauen. Der Weg führt hier unten lang, dann machen wir einmal hier vorne weiter. Sollen wir uns schon mal die... Wisst ihr was? Wir brauchen doch hier Zeitalterpunkte für das goldene Zeitalter. Wir holen schon mal den Suzerän-Status in Kahok her. Dann bekommen wir hier auch jede Menge Dinge aufgedeckt. Ein Gesandter fehlt ja nur. Ein Gesandter in Kahok her. Dann können wir mit den Handwerkern auch Kahokia Hügel bauen, die eine Annehmlichkeit pro Stadt bringen. Und die Kahokia Hügel haben, weil sie nur auf flachem Terrain gebaut werden können. Und darauf einen künstlichen Hügel setzen. Der gibt einer Stadt eine Annehmlichkeit. Allerdings nur ein Hügel pro Stadt gibt diese eine Annehmlichkeit. Wird später durch Forschung noch verändert. Einmal hier vorne rein. Achtung. 2 Zeitalterpunkte. Wir sind ja erst so zu rennen geworden. Und... Hä? Guck mal, was wir hier alles aufdecken. So sieht Kahokia aus. Kahokia besteht hier nur aus Bergen. Eisdrache, Kartenbauer hat diese Karte gemacht. Schaut euch das mal an. Das sind hier nur Berge. Das heißt, man kann... Ach, dieser
Drecksack. Entschuldigen, dass ich das so offen sage. Ich hoffe, du hörst das auch. Ich glaube, Eisdrache hat darauf gepokert, dass wir eventuell, da gab es auch entsprechende Empfehlungen aus dem Chat beim ersten Stream, dass wir eventuell uns verlocken lassen, um Geländefelder mit Gold zu kaufen. Einem Berg neben einem Berg in der vagen Hoffnung, dass dahinter eventuell ein cooler Campus-Distrikt ist. Platz für ein Campus-Distrikt ist also ein einzelner Hügel, der umringt ist von Bergen. Da gab es verschiedene Wünsche schon an uns WB. Riskier mal was, kauf mal einen Berg, eventuell bekommst du das Deluxe-Campus-Gebiet. Und hätten wir das gemacht, hätte Eisdrache jetzt gemacht, wie formuliere ich das vornehm, Eisdrache hätte dann in diesem Augenblick jetzt dann zu uns gemacht, ne, Edge Badge. Und das wäre peinlich gewesen. Für alle Beteiligten, erst recht für Eisdrache. Gut, dass ich ihm nicht auf den Leim gegangen bin. Sehr peinlich, dieser Ausfall. Habt ihr gerade gehört, wie Eisdrache ausgefallen ist? Ganz peinlich. Ein Handwerker hier vorne, sehr schön. Wassermühle gibt uns geringfügig mehr von allem. Wir können jetzt überall Gahoka-Hügel bauen. Ich würde noch einen Handwerker bauen. Ich würde noch einen Handwerker hinterher. Ich würde es machen, ja. So, und jetzt wollen wir hier oben noch siedeln. Hat er nur 2 Bewegungspunkte. Das ist egal. Wisst ihr warum? Ja, guck mal hier. Der Bogenschütze hier vorne, der kann den töten. Denn bei Arnold bekommt der Kollege hier vorne einen Kampfwert mehr. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben keine Stadtmauer. Denn hier hat sich bereits ein Landsknecht. Das Level Up für den Schwertkämpfer. Der ist echt stark. Der ist echt gemein. Da ist ja Eisdrache. Eisdrache schreibt, ich lese wörtlich vor. Ja, das hätte ich dann tatsächlich gesagt, genau in dem Tonfall, den Daniel Writing Bull gerade auch gemacht hat. Ich hätte mich furchtbar geschämt. Danke, dass du mich davor bewahrt hast, mich zu blamieren. Danke für deine offenen Worte in Eisdrache. Ich habe sie wortwörtlich, ohne auch nur einen Buchstaben zu verändern, gerade so vorgelesen. Lieben Dank dafür, dass du dich so outest. Ja, Wahrheit wird bei mir groß geschrieben. So, und dann wollen wir hier oben einen Angriff durchführen. Und wehe, Eisdrache, du gehst mal auf YouTube vorbei und kommentierst unter den Videos dort. Das möchte ich ja nicht erleben. Die Leute sollten nicht verunsichert werden. Und es gibt uns hier vorne jetzt einen Kampfwert mehr, wird dann gleich angezeigt. Und mit dem Sieger geht es weiter nach oben hin. Und hier können wir gleich einen Barbaren und barbarischen. Der will gleich oben die Stadt gründen und er kann noch ein Feld weiterziehen. Und den bewachen. Dem Handwerker folgen wir mal dem Kollegen nach oben hin. Wenn ich mich frage, ob das so sinnvoll ist. Einmal vor. Der wird nachher eventuell sich den Handwerker schnappen. Noch ein Vampir unterwegs. Sind wir. Ist gerade entstanden mit 3 Aktionspunkten. Ich würde sagen, wir bauen unseren ersten Kahoka-Hügel. Ach, wir wollten in noch einem Stadtstaat zu zerrennen werden, in Fes. Dafür bekommen wir als Bonus irgendwas mit religiösen Einheit und Wissenschaft. Das ist uns vollkommen egal. Das sind die Kahoka-Hügel, über die ich eben geredet habe. Ein Kahoka-Hügel mit 3 Gold und 1 Annehmlichkeit für die Stadt daneben und kann gebaut werden. Ich weiß nicht, ob der auf Tundra gebaut werden kann. Kann sein, dass nicht. Auf jeden Fall nur da, wo es flach ist. Auf Tundra. Sogar auf Schwemmland. Ei. Vulkanerde allerdings nicht. Wohnraum brachte er auch einen. Das ist ja wunderbar. Tatsächlich, ein Wohnraum, 3 Gold und 1 Annehmlichkeit. Dann ziehen wir mal wohin? Hier unten hin, wäre mein Vorschlag, weil das ist relativ langweilig. Und die Annehmlichkeit bekommen wir auf jeden Fall. Und den Wohnraum auch auf jeden Fall. Da muss kein Bürger arbeiten. Das Geländefeld ist super langweilig, da bauen wir eh nichts anderes drüber.
Gerüge Hügel gibt mehr Attraktivität für die Geländefelder drumherum. Das kann uns eigentlich egal sein. Ich würde ihn hier hinsetzen. Das ist auch für einen Bauernhof auch egal. Sehr schön. Der Vampir müsste immer noch 35 haben, mein Krodden. Da müsste eigentlich 36 angezeigt werden. Kann sein, dass es erst nach dem Rundenwechsel passiert. Also wenn das korrekt hier passiert ist, nach dem Rundenwechsel 36. Hier wird mal jemand angreifen. Wir suchen einen Platz zum Siedeln. Ich vermute, hier ist eine Gebirgskette. Wir wissen es nicht. Ich gehe einmal gucken. Wie gut, dass ich gucken war. Hier kommt man durch dieses Tal. Eine Runde weiter. Ein Handwerker. Wir werden vor diesem Handwerker gewarnt, der sich uns nähern würde. Eins weiter. Olanda. Der Barbar hat vermutlich jemand von den Persern getötet. Das Barbarenkampf wurde von Persern zerstört. Das ist schade, das hätte uns eventuell Zeitalterpunkte gebracht. Nee, nur geschwächt. Ein Spezialeinheit, ein Krummsäbelkämpfer. Große Flut macht aber nichts kaputt. Und den hier vorne, den können wir jetzt erobern, den Handwerker. Mit dem hier vorne. Neuer Handwerker mit 3 Aktionspunkten. Zauberhaft. Sehr schön. Wüsste gerne, von wem wir den geklaut haben. Und hier ziehen wir weiter nach rechts rüber. Ah, ein Speer daneben. Dann müssten wir leider auch mit Grafen Dracobull, der komischerweise immer noch 35 hat. Hier wollten wir das Vampirschloss bauen. Ah, wie doof. Dann müssen wir das nächste Runde bauen. Wir können es jetzt bauen, dann würde der rüberziehen und den Siedler erobern. Die Frage ist, ob Graf Dracobull, wenn er hier drauf zieht, den ihn binnen einer Runde killt. Das sollte er eigentlich schaffen. Das hier ist auch kein Hügel. Dann lassen wir den Siedler erobern von dem Späher und erobern ihn nächste Runde zurück. Ja? Einmal abspeichern. Einmal. Aber ich frage mich, warum da nicht 36 angezeigt wird. Grundstärke 35. Nee, Grundstärke 40. Da steht's. Plus 2 durch Barbaren, die von Vampiren in der Vampirnähe umgekommen worden sind. Ach, das wird so separat angezeigt. Nur in der Kampfvorschau. Ganz klar. Dann gründen wir hier mal das Vampirschloss erstmal. Das können wir eh im Augenblick nicht durch Monetarisierung aufwerten. Da fehlt uns das Geld für, ne? Wir könnten das einmal kaufen hier. Denn hier einmal wenigstens eine Weide hinsetzen. Die Frage ist, ob sich das lohnt, denn das bringt lediglich 2 Geld mehr. Das 2 Geld würden wir hier bekommen und unten. Das wären plus 4. Und die plus 4 müsst, bis sich die amortisiert haben, ich würde es lassen. Das macht gar keinen Sinn. Aber wir würden das auch deshalb modernisieren, damit wir hier natürlich das Feld kaufen, damit wir das hier unten anschließen könnten. Ach, wir kaufen es mal. Jetzt bauen wir hier das Vampirschloss. Die Weide würde Produktion bringen. Stimmt, ich verwechsel das mit der Plantage. Danke dir. Völlig richtig, ein Produktionspunkt. Danke. Jetzt gründen wir hier unser Vampirschloss. Das hatte ich mir aber spektakulärer vorgestellt. Das fand ich ja eher ein bisschen lame hier. Der Bogenschütze kann ein Level up sich holen. Gleich. Gehen wir hier rüber. Mit ihm wollten wir hier oben die Grenze dicht machen, ne? Falls die Perser auf dumme Gedanken kommen. Da ist der erste Karolke Hügel. 2 Aktionen bleiben. Das heißt, wir können hier einen Hügel bauen, dort oben. Hier entsteht aber schon ein Bogenschütze, aber kein Handwerker. Dann würde ich den da oben hinschicken. Und den würde ich gerne killen, aber der läuft wahrscheinlich vor uns weg. Deshalb laufen wir oben lang.
Und wieder eine Runde weiter. Mann, Mann, Mann. Wir gründen die nächste Stadt hier oben. Das sollte auch noch klappen mit dem Wohnraum. Ja, klappt. Und Realität ist hier wieder okay. Hier sollten wir durchhalten. Hier müssen wir Plätze einzeichnen für neue Siedler und neue Siedler bauen. Ein Vampirschloss hier vorne bauen. Ein Vampirschloss wurde gerade hinten errichtet. Letzte Stadt hier rechts bauen mit dem einen Siedler, den wir noch haben. Und dann noch hier mehrere Plätze für Siedler, für Städte finden und auch bauen. Ich vermute mal eins und eins hier vorne noch. Da müssen wir aber einmal kundschaften, wo wir den Kollegen hinschicken.